Gute Nacht. Jo, tschüss. Okay. Verpisst euch. Nächstes Mal ein bisschen mehr putzen, Fräulein. Oh, wir können gerade mal speichern auch. Das ist nämlich links von uns. Oh, warte. Start. Geh mal. Was ist denn hier Start-Taste? Speichern? Nee, geh mal zurück. Geh mal links. Da ist doch so eine Plattform. Was sind die nochmal? Diese, ach so. Die Deckel, die können wir immer noch nicht benutzen, ne? Ah, okay. Alles klar. Ich dachte, das wäre ein Speicherpunkt. Aber nee, die Steine speichern. Oh, Kiste. Die können wir, glaube ich, noch nicht öffnen. Das waren die, die noch stärker sind. Ich probier's mal. Nichts passiert. Kannst du die nicht so öffnen einfach? Ja. Guck mal, drei Weißbrote. Ja, okay. Ja, gut, wir haben jetzt genug Brot für eine Weile. Na, gehen wir mal raus jetzt. Ja, es reicht. Vielleicht die halbe Folge hier verdümpelt in der Stadt. Halbe Folge ist schon eine ganze. Was? Eine ganze Folge? Ja, ungefähr eine Folge, ja. Das ist eine Folge. Wir haben ja nicht Punkt. Egal. Bei... Boah, wir sind drei Leute. Das war vor allem, wir sind drei Leute und ich war hier noch nie. Das letzte Mal hast du gespielt. Ja, ich bin hier durchgerannt. Das war ziemlich awesome. Aber ich möchte jetzt auch mal wieder kämpfen. Weil ja, lauf doch einfach hier. Lauf einfach durch, du wirst jetzt eh kämpfen kommt müssen. Kommt er eh erstmal wieder. Das ist das erste Mal seit Jahren, dass ich auch Kuwait rauskomme, Oliver. Haha. Und es scheint dir zu gefallen. Loser. Esther, der Zweck dieser Reise ist es, die Prüfungen abzulegen. Boah, hast du recht, Mann. Das hier ist doch keine verflixte Vergnügungsreise. Na los, beeil dich. Schon gut, schon gut. Du gehst doch raus. Das höre ich gern. Na dann, los geht's. Warte mal. Halt, der Sand da drüben wird gerade bewegt. Oh Mann, das ist ja ein Monster, oder? Alles klar, Olli. Wenn du jetzt gemeinsam mit Esther kämpfen wirst, soll ich dir besser ein paar neue Kniffe beibringen, was? Was ist denn ernst? Tutorial! Seid ihr zwei bereit? Ja. Nein. Wollt ihr es tun? Nein. Vom Boolean Auseinandersetzung, Abis. Kommt da! Jetzt können du und Esther zusammenkämpfen, Doppel-Dip-Dip, zwei mit L und R1, was? Was? Warte. Wenn du zwei kannst du bei Kampf mit L1 oder L1 festlegen, wer das Sagen hat. Probier's einfach mal aus, ja? Wähl Esther. Okay, wir haben jetzt am Anfang kurz Überlegungsphasen. So. Sie hat. Wir können jetzt auswählen, wer mit. Wie bestätige ich das? So. Hä? Man kann es jetzt Angriff sagen. Jetzt hat Esther das Kommando. Siehst du jetzt, wie wir Anführer nennen? Der Anführer kann alle rumkommandieren, siehst du den Taktikbefehl da unten. Taktik. Geh mal auf Taktik. Kann er mich lassen? Achso. Womit kannst du deine Kumpels sagen, was sie zu tun haben? Geh nur leicht. Und im Kampf den Anführer zu wecken, drückst du L1 und dann gleich drauf hoch runter. Dann mal los, ihr zwei Helden. Zeigt, was ihr auf dem Kosten habt. Lauf weg. Ah, die kämpfen gleichzeitig? Ja, ja, das ist... Oh fuck, wir müssen auf beide achten. Ja. Gegenstände voller Einsatz. Unterstützung heilen. Keine Tricks. Keine Tricks. Unterstützung machen. Keine falschen Tricks. Die soll Unterstützung machen. Ja, bin ich auch. Und er kämpft... Und ihn steuern wir, weil alles andere ist jedes Anführers. Und dann wechselt sie wieder rüber. Sie schläft schon, sehr unterstützend. Oh ja. Wo ist Uli? Den hast, du kannst nicht mit Oliver und Uli gleichzeitig kämpfen, du musst Uli auswählen. Ja, das wollte ich ja. So, jetzt dancen weg. Uli! Bums ist auch wieder ein Bass schön, wenn das über die Boxen. Alter! Ich raff hier gerade nicht so allzu viel. Ich ne? auch nicht. Aber ist okay. Ah, wir werden geheilt! Geil! Ja, deswegen ist hier auch ein Stück. Ja, aber nee, das Vieh kann heilen. Hier ist. Oh, sie ist tot. Jetzt muss ich den Affen holen. Er schlägt. Esther ist irgendwie tot. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Ich bin gerade völlig verwirrt von allem. Ich auch, das ist zu viel gerade. Ah, lauf weg! Du musst dich bewegen. Ja, aber... Tot. Hä? Sorry, aber... Hä? Was war das denn? Erfolgreich. Jetzt weißt du, wie hart diese Scheißwüste ist. Ja, wir sind voll schlecht, kann man sagen. Nein, wir sind einfach... Oh, ich sollte lachen. Yes. Das ist ja nichts passiert. Wann haben wir denn gespeichert? In der Stadt. Ja gut, dann hören wir uns das. Klicken wir uns schnell durch. Ich wusste gut, dass wir gespeichert haben. Ja. Haben wir gespeichert? Ja, wir haben gespeichert. Nach dem Übernachten. Ich glaube auch, ne? Ja. Wir werden es erleben. Wir müssen nur die Kiste öffnen. Ach, fuck, ey. Ach du Scheiße, was war das denn? Vielleicht muss sie doch angreifen. Muss ich mehr bewegen. Ja, das stimmt. Das habe ich gesehen. Du hast einfach stillgestanden. Ja, ich hatte genug damit zu tun, zu raffen, was wer macht. Das war irgendwie gerade so, hä?
Tja, das musst du schneller raffen. So. So, hier wieder raus. Aber was, wie hat die denn bitte unterstützt? Gar nicht, oder was? Kiste die ist öffnen? Ja dann gestorben. War irgendwie nicht so lieb. Sie hat vielleicht eine mächtige Attacke abbekommen, ich weiß es nicht. Ja, aber ist sie zu dumm dann zu verteidigen, oder was? Ja. Ja. Vielleicht müssen wir nicht unterstützend, sondern heilen machen? Ich weiß es nicht. Oder eigenständig. Oder eigenständig. Kommt jetzt wieder dieses Gedöns. Ja, natürlich. Da klicken wir uns jetzt schnell durch. Einfach hey, geil, Gegner online dachten. Ich darf nicht. Schneller, schneller. Ja, Mann. Okay, es wird jetzt wieder ganz toll. Aussetzen. Der setzt aber gar nicht aus. Ja, ja, so. Esther auswählen. Du musst am Anfang Esther auswählen. Muss ich das? Ja. Deswegen ist die farbig markiert. Genau. So. Taktikbefehl. Ja. Gehen wir auf Taktik. Vielleicht kämpfe ich einfach kurz mit Esther. Lauf weg! Ja, dann chill kurz in den. Was soll ich denn hier jetzt einstellen? Ich lasse das mal ist auf eigenständig und ich spiele einfach mal kurz mit ihr. Ja, das ist es. Okay. Läuft denn hin? Melodie? Die hat immer aus dem Weg. Tra-tralala. Der fetzige Rhythmus sieht immer nur wieder. Ja gut, brauchen wir gerade nicht. Die schlägt ja auch nur zu. Süß. Also es bringt gar nichts. Sie ist wirklich nur heilend. Kann ich mich hier schon mal über Dings da nehmen? Da. Hier. Was kann der denn? Der kann doch bestimmt voll drauf fahren. Oh, das ist der schnellste. Was macht der denn? Heilende Träne. Oh, und denkst dann Esther auch wieder zu heilen. Oh fuck. Weiß. Geh mal auf. Auf uns. Doch, Scheiße. Ja, das Problem ist, dass der Olli ja auch nichts kann, ne? Der kann ja auch eigentlich. Aber der nicht. Spielt die ganze Zeit Olli. Nee, der spielt nicht Olli. Doch. Du siehst nur beide gerade. Hä? Der heilt gerade. Ich muss trotzdem wieder mit ihr schauen. Langsam wird es dahin. Alter, der macht so keinen Schaden. Ach, da ist Uli, jetzt sehe ich ihn. Sag ja, du siehst immer beide. Ich weiß nicht, was gerade passiert. Ja, okay, einer tot. Ich weiß ihn schon tot. Boah. Der... Jetzt heile. Oh, fuck, ey. Okay. Ich hab so viel Kaifleiger bist du, aber. Wir müssen sie komplett auf Heilen stellen. Du musst vor allem mitgucken, weil sonst wird es voll unübersichtlich. Wenn wir. Wir müssen zu zweit drauf gucken, ja. Wo was Heilung braucht. Also sie stellen wir auf Heilen und dann spielen wir wieder nur mit ihm. Würde ich sagen, oder? Ja. Gut gemacht, Oliver. Deine magischen Fähigkeiten sind wahrlich beeindruckend. Ich glaube, nehme auf die Schulter. Genau wie dein Geschick im Umgang mit seinen vertrauten Tochter. Ich habe gerade gelesen, genau wie dein Geschick im Umgang mit meiner Tochter. Vertrauter. Ja, das ist sehr gut. Ich tue mein Bestes. Weißt du, Oliver, ich würde gerne mal mit deinen Vertrauten kämpfen. Ja, ist klar. Hä? Geht das denn? Das geht nicht. Das geht gar nicht. Natürlich, dazu musst du lediglich deinen Vertrauten wechseln. Wähle einfach Freund und Vertraut im Hauptmenü aus. Glaub mir das ganz einfach. Wähle einen Vertrauten aus, drücke Quadrat und lege dann fest, wer ihn hin soll. Wo er hin soll. Mach das einfach. Bla. Das ist super. Mach jetzt, du Wichser. Ich mach das jetzt. Schimmersand. So, warte mal. Vertraute. Ah, hier, guck mal. Die kann noch einen mehr kriegen. Wir haben eh zu viele. Ja, gib ihm mal noch den, Plänzchen. Weil sonst hat sie zu viele Heiler. Stief. Ne? Wie heißt der eigentlich? Über-Enike. Über-Enike. Den können wir, glaube ich, auch nicht umbenennen. Ey, das ist so ein bekleckter Name. Gut. Warte mal, Entladung. Okay. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, kann man machen. Und heilende Träne ist auch okay. Aber da oben... Warte mal. Ist auch noch Plitsch, Platsch. Nee, das kommt erst. Das kann er noch nicht. Ja. Ich sehe es gerade. Er kann gar nichts. Ach so, doch. Warte, doch. Oh, wir können zweite Attacke noch wählen. Oder heilende Träne noch. Nee, das kann ja der andere schon. Was macht Nickerchen? Das schickt einen Gegner zum Schlafen, nee, ne? Ja.
Toll, das funktioniert doch eh fast nie, glaube ich. Nee, es hat nur mit dem Boss nicht funktioniert. Wir benutzen ihn ja eigentlich eh nicht. Nee, oder deswegen ist es so. Ja, passt. Schmetterschlag und Sandstreuer, das ist gut. Ach, hab ich schon geguckt. Kieselregen. Genau, das hatten wir schon. Benutzen wir eh nicht. Tritrat. Tralala. Stimmt, wir haben ja auch Heilung. Ich hab ganz viel Geld. An der Hand. Ja, okay, ich speichere mal. Geht hier gar nicht, ne? Doch. Geh mal ins andere Menü. Skelett. Da. Nee, da steht Start. Ja, und dann auf Start. Ich drücke Start. Musst du nicht erst ins Menü und dann auf Start? Du hast recht. Das ist eigentlich auch logisch. Egal. Egal, ja, das war klar, dass es egal ist. Wenigstens muss ich jetzt nicht nochmal diesen Kampf machen. Aber jetzt den. Next Chaos. Es wird Dickschädel und aussetzen. So. Wo ist denn die Olle? Ja, die kannst du wieder ein. Da willst du aus. Aber brauchen wir nicht. Wir nehmen eh Uli. Wir nehmen wir sonst. Platz. Aber ich. Lauf! Ich wollte eigentlich noch die Taktik einstellen. Ich glaube, die kannst du nur bei ihr einstellen wiederum. Sehr gut, wie bei ihr ging's da aus. Bams! Ah, wir müssen echt mal ein bisschen kämpfen. Ich glaube, das geht auch wieder besser in Zukunft. Ja, deswegen wollte ich ein bisschen leveln. Weil die Wüste schon hart ist. Oliver hat Stufe 13 erreicht. Ja. Baxti hat Stufe 10 erreicht. Baxti ist super. Scheiß Name. Was? Eins von neun noch übrig? Was war das denn? Wie eins von neun? Da stand neun noch übrig. Hab ich nicht gesehen. Wo muss ich denn überhaupt hin? Zum Sperren. Dahinter, ja, aber ich überlege gerade nicht drin. Lauf einfach drin. Geradeaus. Ja, geradeaus. Da komme ich nicht durch. Du schlauer, geradeaus links. Da rein. Da oben da rechts. Links rein. Ist eine Höhle. Ist auch so eine Höhle. Guck gleich mal. Eigentlich ist die Höhle von uns zwei, aber okay. Was? Nico, das ist unfassbar. Ich wollte jetzt hier. Ich kann hier keine Taktik einstellen. Bei ihr musst du es machen. Nee, hab da, ich doch jetzt gerade. Taktik. Jetzt bei ihm. Fliehen. Das war's versehen. Ich wollte auf Taktik drücken. Ja, das ist ohne Taktik. Taktischer Rückzug heißt es. So. Heilen. Bist du sicher, dass es schlau ist? Weil dann benutzt sie auch über Enike nicht mehr, glaube ich. Doch, der kann ja auch heilen. Ja, aber der greift da nicht mehr an. Der kann eh nichts. Doch, der hat gerade Schockwelle gemacht und zwei fast komplett weggebämst. Dann mach es eigenständig. Dann mach jetzt eigentlich. Ich lasse es. Ah! Wo ist denn Uli? Uli muss angreifen. Was passiert hier? Uli, genau. Toll, hol die MP. Ja. Und das Leben. Ach, das hat sie. Oh, du Bastard! Voll geklaut! Das Leben liegt auch rechts von dir. Der Lumpenschirm. Was klaut er? Alles gut. Er sammelt es ein. Hol dir das Leben! Uli! Hier, da rumreizt so. Gott sei Dank haben wir Uli, ey. Ich wüsste sonst nicht, was ich machen soll. Ich wäre ja sonst zu zweit. Nee, dieser Junge wird einfach nur die ganze Zeit draufgehen. Ich sag immer noch, links ist eine Höhle. Achso, eine Höhle. Wo ist da bitte eine Höhle? Siehst du das nicht? Nein. Da, wo es dunkel ist. Es ist immer da, wo es dunkel ist. Die Höhle bewegt sich. Siehst du es nicht? Was redest du? Jetzt ist sie weg. So, der Schatten nur. Hier ist keine Höhle. Da ist eine Sommersonne. Ja, Sommersonne. Oh, ist das süß. Da wäre doch jetzt Wasser ganz geil, oder? Ich benutze mal diesen komischen Hansel. Und sage, nicht angreifen. Ich sage Wasserbombe. Oh, oh, Alter. Siehst du? Oh. Das darfst du nicht tun, die killt dich sonst. Ich möchte noch eine Wasserbombe machen. Tot! Wo wieder wegflogen ist. Geil! Nice! Ich hab mit Wasser und bam! Auf die Fräse! Jetzt hat dieser Käfer mal was gebracht. Ich sag immer Käfer, das ist überhaupt gar kein Käfer. Das backst du. So, jetzt gehe ich wieder meinen eigenen Weg. Genau. Nicht da lang, wo ich sage. Nee, ist nicht gut. Hallo! Choose your own path. Ich dachte, die Kamera wäre anders. Ich glaube, das war's für heute, das reicht. Ich renne mal weg. Sehr gute Entscheidung. Ich kann die Entscheidung nicht treffen. Ah.
Hä? Achso. So, Trilala. Nehmen wir den. Genau, und hauen mal Wasserbombe wieder raus. Muss ich was heilen? Nee, nee, Wasserbombe direkt nochmal. Warte mal, bis ich wieder dran bin. Jetzt kannst du irgendwie und dann auf die Phrase. Auf den Lumpenschirm. Los. Uli. Los. Prügel ihn tot. Ah. Uli. Komm schon. Achtung. Nö. Das war doch schon fast taktisch gespielt jetzt die letzten zwei Kämpfe. Wir lassen den dicken Vogel alles abbekommen, während wir von hinten angreifen. Nenne ich Taktik. Das ist meine Taktik. Meine Taktik ist fliehen. Das ist die Frontlinie. Und welche Taktik spielen Sie? Wir müssen Rückzug. Hier rein, oder? Ja. Ah. Ah, okay. Ja, das ist der Tempel. Soll ich nicht noch... Ich weiß nicht. Ach komm, wir gehen direkt rein. Wir sind gut. Ich habe ein bisschen Angst. Der Tempel der Prüfung befindet sich am anderen Ende dieser Schlucht. Vielleicht wäre das hier ein guter Ort, um zu rasten. Morgen bin ich froh, dass du den Vorschlag gemacht hast. Ich bin eine Waldfee, mein Feenanzug ist nicht mal sonndicht. Wir machen schon Pause, ja. Aber ich könnte noch meilenweit gehen. Hast recht. Wirklich? Bist du gar nicht müde? Es ist doch so heiß hier. Das klingt wie so ein Gangster. Ist das so ein dummes... Ja. Im Tempel der Prüfung erwarten dich weitaus schlimmere Dinge, Oliver. Mann, oh Mann. Die Prüfung ist hier... Ja. Nein. Mach weiter. Mann, oh Mann. Ich kann gar nicht. Warte! Hör auf! Komm! Die Prüfungen sind also ziemlich schwer, oder? Das sind sie. Deshalb braucht ihr etwas Ruhe. Ich werde Wache halten. Ihr werdet schlafen. Und bleibt nah am Feuer. Nachts wird es sehr kalt in der Wüste. Wüste. In Ordnung, Herr Rashid. Rashid! Rashid! Das klingt so mieser, ne? Rashid! Ich bin das putzig. Oh, Feuer. Und das ist Rashid. Gesundheit. Oliver. Nani? Oliver, was? Nande tabi o shiteru no? Jabo o taosu nante, futsuu no ko wa kangae nai yo. Sou da ne. Kaasan o tasuketai nda. O kaasan? Um. 僕を助けようとして死んじゃったんだ。でも雫がその原因はこっちの世界にあるって。じゃあ、お母さんを助けるための旅なんだ。そうだね。素敵だね。わお。誰かのために一生懸命頑張るって素敵なことじゃない? 私だって、オリバーみたいに素敵な旅ができるといいな。あ、ごめん。なんかそっちは大変なのにね。うん、いいんだ。でも、ジャボーは手強いよ。あいつは人の心を奪って、自分に歯向かう者を抜け殻人にしている。誰もあいつに逆らえない。 誰もあいつには勝てない。知ってる。でも僕は絶対に倒す。でしょ?あ。うん。でも不思議。全然強そうじゃないのに、私オリバーならできそう Der schläft. Das ist voll süß, wie er sich bewegt, wie so ein Ballon. Ich bin mir nicht sicher, ob es asynchron ist oder ob es einfach nur scheiße synchronisiert ist. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Weil manchmal passt es perfekt und manchmal so. Nicht. Und du denkst, zwei Sekunden später. Warte. Bin mir nicht sicher. Okay.